Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Emergency 3. Ohne auch nicht. Mein Name ist Ossi und neben mir sitzt... Nein, brauchst du glaube ich gar nicht, nur den Helikopter. Okay, gut. Also wir sagen jetzt mal grob, wir haben die Mission schon mal angespielt. Ja, wir haben schon ein bisschen probiert hier. Die ist nicht so leicht. Wollen wir jetzt auch gleich erzählen, wie wir mit diesem Let's Play verfahren so? Ja. Wir spielen die Mission und nimmst immer auf. Auch wenn wir versagen, nehmen wir auf. Aber wenn wir versagen, löschen wir das. Und laden eigentlich nur die Folgen hoch, die wir... Ich hol mir mal gleich ein paar Notas. Die Folgen hoch, sag ich mal, die wir, wo wir die Mission geschafft haben. Oder wenn was wirklich Witziges passieren sollte in einer der anderen Folgen, werden wir es als Outtake ranmachen. Ja. Deswegen wissen wir jetzt auch, was wir grob machen müssen, weil es ist schon der zweite Versuch. Beim ersten Versuch ist der Stau explodiert. Ja. Und beim zweiten Versuch haben wir dummerweise... zu viel Geld ausgegeben und hatten zum Schluss kein Geld mehr für Abschleppwagen. Oder wir hatten irgendwie noch einen Verletzten und den konnten wir nicht wegbringen, weil wir genau 0 Euro hatten. Ja. Deswegen, ja, und dann mussten wir noch die ganzen Wracks abschleppen. Weil wir meinen, es würde zu anstrengend werden. Zum Beispiel die vierte Mission. Ja. Die habe ich wie oft probiert? 4-5 Mal. Das Problem ist, der muss jetzt hier erstmal landen, der Helikopter. Damit ich einen Polizisten ausladen kann. Dann hätten wir eine Dreiviertelstunde damit verbracht, nur diese Mission zu probieren. Das wäre zu langweilig für euch, deswegen bitte ja. Mich verzeihen. Ja, also wie gesagt, wir kennen die Mission jetzt hier schon ein bisschen, ne? Und irgendwie ist der Helikopter komisch. Und ich weiß auch genau, dass ich den Helikopter hier hinten landen muss. Wir wissen, wie gesagt, zu verzeihen, dass wir euch das nur zeigen, ja. Was wir halt ja. Schaffen. Also chillt. Also jetzt nicht denken, wir sind die Überpros, wir werden nämlich so ein öfters probieren müssen. Ja. Deswegen... Hey, die denken eh nicht, dass wir die Überpros sind. Ja, ich meine, wenn man sich mal bei CityBSP anguckt. Nur mal so, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, die erste Mission. Ja, stimmt auch schon. Und ich weiß, dass diese Person hier am schwersten verletzt ist, von allen übrigens. Und Auto aufschneiden und Auto aufschneiden. Gut, diesmal sind wir so schlau und holen keinen Rettungshelikopter. Ja. Diese Person kann unten schon mal umleiten. Habe ich sogar schon. Oh, also hier hat der Ingenieur das hier jetzt zum Blinken gebracht und die Polizeiperson leitet das jetzt um. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch einen RW. Wenn auch nur mit 2 Feuerwehrmenschen. Ist in Ordnung. Gucken, jetzt habe ich noch 10.000. Was für ein... Und den Kran brauche ich auf jeden Fall noch für 2.000. Maxman, du musst ein bisschen auf unser Gehalt aufpassen. Ja, ich passe diesmal ein bisschen auf. Diesmal brauchen wir eigentlich nur noch Rettungswagen. Und Abschleppwagen. Genau, aber die kosten ja nur 250 und davon brauchen wir nicht so viele. Vor allen Dingen passt ja der ganze Bus auf einen Abschleppwagen. Ja, finde ich eigentlich lustig. Finde ich echt, also wer diesen Abschleppwagen fährt, muss man einfach sagen, well done, bro. Ja. Well done. Well done, Alter. Und die fahre ich erstmal weiter nach da vorne. Ossi ist wie gesagt ein bisschen. Ach nee, hab ich gar nicht gesagt. Ups. Ossi ist ein bisschen konzentrierter. Deswegen versuche ich ein bisschen mehr zu reden. Und er macht den gleichen Fehler wie vorhin. Und er befiehlt den Taucher, in den LW zu steigen und fährt den LW weg. Jetzt läuft der Taucher dahin, wo der LW Feuer stimmt. Nee, und er sieht, dass der Taucher ist schlau. Auch wenn er langsam ist, ist er trotzdem schlau. Aber nicht so schlau. Okay, hast recht. Nein. Behandeln. Schnell. Und da seht ihr. Diese Person ist nicht transportfähig für Helikopter und auch nicht für Rettungswagen. Also so schwer ist die Person. Dieser Person ist gar nichts mehr fähig. Okay. So, ich muss jetzt hier erstmal allgemein gucken. Ich hole mir noch gleich ein paar mehr Rettungswagen. Man kann ja meistens auch erahnen anhand der neuen Fahrzeuge, was man braucht. Obwohl ich in dieser Mission nicht weiß, wozu man einen Hundewagen braucht. Der kommt in späteren Missionen. Da weiß ich auf jeden Fall, dass... Lawine? Da, war das nicht auch ja, Lawine? Es gibt eine mit einem Winterunfall, was in Richtung Lawine geht. Und die ist ja richtig schwer. Also die ist aber eigentlich sehr tight, finde ich. Also die habe ich früher immer gerne gespielt. Ich bete wirklich dazu. Ich glaube ja nicht an Gott, aber ich bete, dass Ossi die kriegt. Denn wenn ich die kriege, dann werden wir da Tage dran sitzen. Also, ich denke mal, weil ich und Maxman jetzt auch bald freie Tage in der Schultechnisch haben, werden wir auch versuchen, ein bisschen vorzuproduzieren. Haben wir frei? Ja. Geil. Also nicht über Halloween, sondern über Reformationstag. Oh, jetzt geht's ja los hier.
Format. Aber da werden wir vielleicht in Minecraft ein bisschen mehr drauf eingehen, ne? Weißt du denn schon, was wir spielen wollen nach Emergency? Nein. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Was war in den letzten Tagen bei dir los? Weiß ich nicht, Maxman. Du weißt nicht, was in den letzten Tagen bei dir los war? Interessant, okay. Dann erzähle ich jetzt ein bisschen mehr, wenn auch sie konzentriert ist. Boah, ist er gerade auf sie raufgefahren? Nö. Schade. Ach, man kann die auch bei Doppelklick aufstellen? Ja, das ist immer so, dass die bei Doppelklick auch ausstellen können. Finde ich eigentlich cool. Weißt du, was ich brauche? Was denn? Ich brauche ein Auto. Wenn du schnippst, gehen die Türen auf. Ja, so ist geil. Aber das sieht jetzt fürs Erste außer, dass dieser Kran hier. Oh ja, ich sehe, meine müden Augen sehen. Diese Menschen, die verursachen Böses. Und zwar kann es sein, dass hier vielleicht Menschen reinfahren. Und warum machen die das? Ich fahre schon. Ja, ist vielleicht auch besser, weil. Das kann Maxman bestimmt bestätigen. Gaffer sind somit das Allerschlimmste. Ja, wenn du, naja, irgendwann Einsatz habt, ihr wisst es, wie gesagt, einsatztechnische Erfahrung, wenn du näher irgendwo bist und du arbeitest und rundherum stehen Personen, die sich das angucken oder vielleicht auch mit Foto bist, fotografieren, das lenkt einen tierisch ab und dann sagen die dir noch irgendwas oder fragen dich irgendwas, ja. Und du denkst dir nur so, oder du fühlst dich halt, ja, kann man ganz, das ist ganz schwer zu beschreiben, ne? Ja, also es ist schon ein unangenehmes Gefühl, das ist auch so. Ist wirklich so. Verklemmt, du hättest einen Fall, wenn man noch gebraucht, der das blaue Auto aufschneidet. Ach ja, stimmt, mach ich gleich. Oder das hat jetzt keinen Fall, wenn man mehr mit Schere spreizt. Obwohl ich sagen muss, erstaunlicherweise, obwohl es ein RW3 ist, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ein RW2. Oder ein RW2? Ja, aber es ist auf jeden Fall kein RW1, weil er 3 Rolltorrad und einen recht großen Koffer. Was ich erstaunlich finde, ist, dass er ziemlich viele Cherry-Spreiz hat. Ja, das stimmt. Warum ist der? Guck mal, links ist zum Beispiel noch ein Feuerwehrmann, der gerade verfügbar ist. Ich sehe gerade, ja. Stimmt, ich muss aufgeschnitten werden. Okay, der kann weg. Oh. Na, ist okay, haben sich nicht sonderlich doll behindert. Okay. Dann ja. den weg? Der weg. Den würde ich vielleicht sogar runterschicken, oder? Ach nee, das ist doch blöd. Ja, ich weiß, ich habe hier unten nur noch welche. Ah, cool. Aber einen brauche ich bestimmt noch. Einen brauchst du noch. Guck mal, du hast jetzt. Aber so wie das zurzeit aussieht. 5, 6, geh mal hoch. 6, 7, 8 Verletzte. Du hast. Und hier ist noch einer. Ja, den habe ich mir gezählt. Achso. Du, oben ist noch eine. Ich muss den nur kurz behandeln, um zu sehen, wie es um den steht. Ja, oben. Dann werde ich den mit dem behandeln. Oben ist noch ein Sanitäter mit Trage, ne? Ja, okay. Kommt sofort. Da kannst du dir wegklicken schon. Den da unten. Ja, wen? Den? Ja. Ja. Nein, ich meine den Rettungswagen. Den? Den links. Den? Den letzten jetzt von denen rein. Ach stimmt, der ist voll. Und jetzt oben ist noch ein Träger, sag ich mal, Sanitäter mit Trage, wo eine Person drauf liegt. Stimmt. Dann kommt noch da. Und da kann jetzt noch ein Notarzt rein. Hab ich keine Notärzte mehr. Muss gucken. Oh scheiße, den hab ich noch gar nicht behandelt, fuck. Dann schick einer von unten mit hoch. Ja, mach ich. Das Gute ist immer, solange wie man die einmal behandelt, weiß man ja auch zum Glück, wie es um die steht. Ja, das finde ich auch mal ganz cool. Na komm schon, Brody. Fahr nach Hause. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn die immer nicht ordentlich fahren können, aber was soll man machen, ne? Ist denn irgendwo im Rettungswagen jemand drin? Im Rettungswagen? Nee. Doch, da, der kann zum Beispiel zurück. Und im Rettungswagen, glaube ich. Ich brauche noch einen, ne? Ja. Oder vielleicht zwei. Nur einen mit. Nur mit Sanitäter, ja. Wir gucken mal unten noch. Da einfach den beiden Rettungswagen links.
Da ist zum Beispiel noch eine Person drin, ne? Da muss aber noch ein Notarzt. Nee, den brauchst du gar nicht. Nee? Du hast einen geschickt ohne. Den kann der zum Beispiel noch behandeln. Aha, den kann der dann. Zum Beispiel den da. Und. Den kannst du dir unten wegschicken. Mal gucken, der ist zum Beispiel komplett leer. Genau, und da den? Kannst du jetzt noch. Nein, warte, da machst du jetzt noch einen Notarzt rein. Okay, gut, dass du das ein bisschen überblickst. Und in den oberen schickst du einfach so weg. Also die beide. Zurück zur Basis. Okay. Genau. Die und die Person steht sehr gut. Da. Klick da mal auf. Der ist noch leer. Da ist noch einer drin, da brauchst du euch nur den Sanitäter rausnehmen. Und dann? Links die Person, rechts die Person wegnehmen. Nein, nein, nein! Aussteigen. Wie ich hier abrandaliere, Alter. Ja. Okay. Okay, ja, okay. Das ist. Na, hast du noch den Fall, wir haben mit der Rettungsschere da, ne? Mhm. Bei dem anderen Auto stehen. Wir prüfen nochmal alle Autos, ob du das gleich schneiden kannst. Ich muss den hier jetzt erst weg. Hm? Nein. Oh. Oh. Ja. Okay, ja, das ist wirklich. Also, Gaffer sind teilweise echt ja auch schon gefährdend. Ja. Jetzt diskutieren die noch ewig. Dann guck nochmal mit dem Feuerwehrmann, ob du irgendwas machen kannst. Die Musik wird gerade spannender. Ja, ja, ich merke schon. Kann Nein. ich hier noch schneiden? Da, Nein. da, da, kann ich ja. auch noch. Und den gelben vorne, ganz vorne? Nee. Okay, der kann da auch einsteigen. Auf den Weg. Dann können die beiden Rettungswagen auch schon weg. Ich habe hier auch noch unten Rettungswagen. Einen ja, stehen. Da muss auch mal wieder Notarzt rein, ne? Ja, okay. Ich muss sowieso jetzt erstmal gucken, wie viele. Oh, es sind hier ja noch ein paar mehr Personen. Ja, zwei. Warte mal, den hier unten, ne? Der sieht doch schon mal ganz stabil aus. Warte, lass mal ein Stück nach links gehen zum Boss zurück. Mhm. Du brauchst noch, wenn ich mich nicht irre, zwei Rettungswagen. Okay. Ne, einen jetzt noch. Ja, da liegt noch ein dritter. Ja, okay, gut, dann noch zwei. Du kannst. Zwei mit Sanitätern, ne? Genau. Weil ich ja noch zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge nachgefordert hatte. Jetzt habe ich immer noch 3000. Genau. Das müsste eigentlich reichen für die ganzen Abschlepper. Ja, weil die ja immer nur 250. So, dann kannst du unten die Person schon mal wegbringen. Und den Notarzt gleich mit. Und dann kann die NEFs auch schon mal weg. Mhm. Damit du erstmal ein bisschen weniger Personen hast. Obwohl die ja erstmal nicht so sonderlich schön. Nö, aber ich würde dann haben die bessere Fahrtdruck. Stimmt auch wieder. Dann kann der. Aussteigen. Und die nächste Person holen. Genau, also wir sind momentan eigentlich sogar recht produktiv, ganz im Gegensatz. Ja, ich. Aber ich meine, jetzt ist es natürlich so, wir haben den Einsatz schon überblickt. Es. Genau. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Schätzungsweise nein. Nö, mir fällt das eigentlich auch nichts mehr ein. Außer, dass wir den Einsatz eigentlich hier erstmal. Ich werde schon mal die ersten Abschlepper holen. Du kannst erstmal die beiden Airways wegschicken. Das stimmt. Und dann mach, was du willst, erstmal, dann. Hatte ich hier nur zwei Feuerwehrmänner drin? Ja, ne? Ja. Nee, warte. Ja. Sind beide nur zwei drin? Nein, in dem sind drei. Aber nee, in dem hatte ich drei, das stimmt. Ach, genau, der da beim blauen Auto steht, oder? Nee. Nee, der ist da wieder eingestiegen. Ja, gut, dann haben wir doch alle, ja. Hier sind nur Sanitäter drin. Ist okay. Ah, sieht ganz gut aus. Ja, sieht wirklich. Ja, ich will dir gerade noch irgendwas erzählen zu diesem einen, der Autounfälle sind ja immer ein bisschen. Sind echt, also wenn man sie behandeln muss, wirklich kompliziert. Die werden ja auch behandelt, man wird ja, die Verletzten werden ja meistens eingeteilt in leicht und schwer verletzt. Ja. Und, kannst jetzt schon klicken. Werden meist eingeteilt in leicht und schwer verletzt und die Schwerverletzten werden zuerst behandelt. Die leicht Verletzten zum Schluss, meistens werden die gesammelt an einer Stelle und dann. Ja, ich meine, bei Emergency mache ich das meistens am liebsten eigentlich auch so. Immer so eine Sammelstelle. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, gerade so bei solchen Missionen, wo es echt teilweise anfangs um Zeit geht, dann ist es mit Sammelstellen immer ein bisschen kompliziert. Ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Ach, man braucht die doch nicht? Nö. Na gut. Hart.
Ja, geil, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gesamteffizienz 88. Ich weiß ja nicht, dass du uns damit sagen willst. Doch, das ist gut. Aber ich dachte auch, man muss die abschleppen. Nee, ich war nämlich der Meinung nicht. Okay. Das geht nämlich, ich habe mal 2, 3. Ich habe gerade mal nachgerechnet. Ja. Wäre auch gar nicht aufgekommen, weil dann hätten dir noch 2 Rüstwagen gefehlt. 2 Abschlepper. Ach so. Naja, was auch immer. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und würden sagen, wie wär's? Vielleicht schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Emergency 3 mit Ossi und Maxman. Und deswegen schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.